Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongol Ziakum von den Frakta und ich bin wieder in The Rise of the Greek Kingdom. Ja? So, spielen wir mal weiter mit den chinesischen Schofsäckchen. Aber erstmal, Mein König! Ja, ich weiß, das bin ich. So. Abrücken! Heute gehen wir nicht weiter, mein König! Kommt nichts mehr. Nicht noch irgendeinen blödsinnigen Spruch von wegen, wir verbinden uns mit euren Ehren oder irgendwie hervorragend. So, auf jeden Fall schicke ich den darüber, den ich weiß Bescheid. Die Yunnan sind so quasi die Bayern von China oder was? Gott. Also, den schicken wir darüber, damit wir dann hier den Handjugel, den Meng Huo, mit der Schwadron da absenden können. Zanke zurückbekommen. Es ist mir eine Ehre, mein König. Ja, es ist mir auch eine Ehre, dir zuzugucken, wie du rumschleichst über die Karte. So. Aber warte mal, Arne geht nicht. Ach so, stimmt. Es ist ja ein Kämpfchen. Und Sieg! Koks, Bier und Nutten! Naja, oder sowas ähnliches. So, gegen wen kämpfen wir denn? 700 hast du nicht gesehen. 782 noch mehr nicht. Ja, passt schon. Na, dann kommt man raus. Fasst Mut, Männer! Gott stellt sich mit uns gegen den Feind! Der Kakao macht auch mit. Ah ja, so richtig schöne heiße Kakao hätte ich jetzt auch Lust. Also, in der Tasse mit Marshmallows. Ja. Große Tasse heiße Kakao mit Marshmallows. Das wäre jetzt was. Der Feind hat mehr Männer geholt. Sie hoffen mit bloßen Zahlen auszugleichen, was ihnen an Geschick fehlt. Oh, halt, warte, hinter uns. Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Bei der Gnade Gottes! Unsere Männer haben den feindlichen General erschlagen. Ohne ihn werden seine Truppen den Kampfeswillen verlieren. Thank you.
noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Der Feind davon rennt. Zeit, den Angriff voranzutreiben. Der Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Feindlicher General ist tot. Wir haben den Schweine unser Halle geschenkt. Die feindliche Armee flieht. Alle zivilisierten Völker werden beeindruckt sein. Von dem Sieg, den wir heute errungen haben. Ja gut, wir hatten schon Verluste. Man muss sagen, es hatte uns gegen Angriff von zwei Seiten wäre, gell? Das muss man auch mal in Betracht ziehen. Uns zwischen diesen Bäumen zu verstecken, bringt keine Ehre. Geld haben wir eigentlich genug. Gott hat uns den Sieg gebracht. Diese Länder haben wir ehrlich errungen. Sieg! Der gleiche Quatsch wie immer. Wenn man die Käfer nicht abfackelt, sind sie direkt maulig. Toll, ich jetzt abfackeln soll. So wird's da rebellieren. Scheiße.
Wie ihr wollt, mein König. Ja, mein König. Der ganze Sieg war völlig verunglückt. Ach, ist das ärgerlich. Im Prinzip, ja, voll für die Katz, weil man es da gleich nochmal drum kloppen könne. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Eure Befehle? Wie ihr wollt, mein König. Mein König! Eure Befehle? Vorwärts! Führen die Armeen zusammen! Mein König! Wir reisen? Ja, mein König. Es ist mir eine... Ja! Wie ihr wollt, mein König. Eure Befehle? Mein König! Wer recht? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Aber der muckt sich da nicht... Also der... Das schert ihn überhaupt nicht. Der gammelt da Hals rum. Unglaublich. Wie ihr wollt, mein König. Voller Stolz, mein König. Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Übernachte hier, mein König. Mein König! Abrücken! Bilden eine Streitmacht! Eure Befehle? Vorwärts! Ja! Natürlich! Es ist mir eine Ehre, mein König. Es war kurz ein Test, wie wenn ich den rausziehe, den General, wie sich da das Einkommen verändert. Das ist ja interessant, es gab schon mal einen Aufstand. Ja, oder wie habe ich das jetzt zurückgekriegt? Jo, aller Fort, ich beschwere mich nicht. Wie kann ich dienen? Mein König, sofort. Morgen geht die Reise weiter. Ja, stellt Wachen auf. Wir machen hier Rast, Männer. Übernachte hier, mein König. Das muss echt über 50.000 eckig sein. Das gibt, da gibt's kein schnellere... Stellt Wachen auf! Wir machen hier Rast, Männer! Dort können wir nicht hin, Herr. Unglaublich. Wie ihr wollt, mein König. Wir marschieren, mein König! Übernachte hier, mein König. Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer. Ja, mein König. Mein König! Verbinden Sie! Gott ist mit uns, Männer! Auf in die Schlacht! Stellt Wachen auf!
Wir machen hier Rast, Männer. Natürlich. Wie ihr wollt, mein König. Es gibt viele... Mein König! Heute gehen wir nicht weiter, mein König. Ja, es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Befehle, Herr. Marschiert! Morgen marschieren wir weiter. Heute gehen wir nicht weiter, mein Herr. Mein König? Wobei... Ich war gerade in der... Ich hab ganz kurz gerade die Aufnahme unterbrochen gehabt, weil ich in die Küche muss. Ich musste mir was zu trinken holen. Ich brauchte jetzt ein kaltes, malzhaltiges, hopfenhaltiges Kaltgetränk. Auf jeden Fall auf dem Weg zur Küche und zurück habe ich mir überlegt... Ich habe den hier runtergezogen, weil ich dachte, dann greifen die den vielleicht eher an. Und ich kann hier vielleicht eine Umgehung... damit ich hier diese drei Stacks zusammenbringe. Aber, dann habe ich mir überlegt, eigentlich wäre es gar nicht so doof, wenn wir den auch noch holen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Natürlich. Ja, morgen früh rücken wir weiter vor, Männer. Es ist mir eine Ehre, mein König. Die Idee ist... Die haben sich hier versammelt, ja? Wir haben uns hier versammelt, um den Feind aufs Haupt zu schlagen. So, also hier haben wir drei Bashu-Stacks stehen. Wenn ich ihn allein stehen lasse, klar gibt es ein Gemetzel. Klar hat auch Bashu danach weniger Truppen. Aber ich habe auch einen ganzen Stack weniger. Wenn ich die Truppen jetzt hier wegnehme, gibt es zwei Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, die Stacks kommen rüber und treffen sich in der Feldschlacht mit uns. Möglich. Zweite Möglichkeit, ein Teil der Stacks oder alle Stacks, das weiß ich nicht genau, kommen rüber und gehen gegen Yan Wei vor. Dritte Möglichkeit, ich habe hier kein Bedrohungsszenario mehr für ihre Hauptstadt. Die Bedrohungskulisse ist entfernt worden. Die haben hier keine Notwendigkeit mehr, sich zu versammeln, um ihre Hauptstadt zu beschützen. Theoretisch könnten die Truppen dann abziehen, um gegen ihn vorzurücken. Es wäre natürlich im Idealsten, wenn, sagen wir mal, hier so ein schwächerer Stack kommt, oder ein oder zwei so schwache Stacks kommen vereinzelt hier rüber, stehen für sich, ein oder zwei verwuseln sich nach Osten, sie lösen diesen großen Kampfverband auf. Das wäre natürlich für mich im Idealsten. Ich bin ja jedes Mal begeistert von diesen Wappen da oben. Also generell von dieser Wappendarstellung, das sieht einfach toll aus. Okay, es ist keiner rübergekommen. Ja, mein König. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Ja, mein König. Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach näher! Okay, einer ist wieder raus. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Natürlich! Es ist mir eine Ehre, mein König. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Wie ihr wollt, mein König. Natürlich. Ja! Wir marschieren, mein König! Übernachte hier, mein König! Ja! Abrücken! Bilden eine Streitmacht!
Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Okay, also das alles, was ich gerade gemacht habe, ist alles natürlich schon ein Nebenkriegsschauplatz. Das ist natürlich hier interessant. Sie haben offensichtlich es ein bisschen aufgelöst. Ist natürlich jetzt die Frage. Ja, mein König. Gott ist mit uns, Männer! Befehle, Herr! Marschiert! Eure Befehle? Ja! Ja, Herr. Eure Befehle? Natürlich die Frage, gehen Sie jetzt gegen mich hier vor? Wo hier zwei Stacks beisammenstehen. Das ist interessant. Oh, danach existiert meine Truppe nicht mehr. Ja, aber Bashu ist auch stark geschwächt. Durch Stärke und Ehre werden wir siegen, Männer! Aber ich denke, ich sollte hier einen Cut setzen. Das gibt nicht sonst mehr so langes Video. Und die Schlacht machen wir im nächsten Video. Dann bis gleich. Tschüss!